Was benutzen die für Munition? Auch 762er. Wie die AK. Zack. Jo, fein. Hauen wir die nächsten auch noch durch. Stimmt, ich habe sie gar nicht gekauft, weil ich zu geizig war. Ich habe sie ja gar nicht gekauft. Ich war ja geizig. Mein Fehler. Das ist 100 oder sind das 1000? 100. Ach, du liebes Tesla. Wie unbefriedigend. So. So. Hier kommen sie. Sie laufen als erstes diese Treppe hoch. So, dann werden sie hier erstmal wieder runtergestummt. Und wenn sie in die andere Richtung laufen, das kann ja passieren, dann wird es auch hier runter gestummt. So. Ja, also hier lang, erst hier und dann können sie hier auch nochmal so. Wenn sie dann doch hier hochkommen. Ich hier noch mal eine rein. So. Das heißt, wenn sie sich doch irgendwie wieder hier durchschlagen, dann kriegen sie hier noch mal zweimal aufs Maul. Wenn sie irgendwie hier noch vorbeikommen, dann kriegen sie hier noch mal aufs Maul. Und dann wage ich es tatsächlich zu bezweifeln, dass sie jemals hier oben ankommen.
Okay, ich lasse es. Ich habe nicht genug Ausdauer. Ja. So. Jetzt gleich soweit. Nachlegen. 12 Minuten. Ist gut. Irgendwo grillt irgendjemand was oder macht Lagerfeuer oder so. Solange es nicht mein Rechner ist, der so riecht. Nee. So. Ich wollte den Airdrop holen. Ich habe in der Tat wirklich die Vermutung, dass irgendwie meine Festplatte langsam ein bisschen überfordert ist. Ich war auch die ganze Zeit nie wirklich sonderlich glücklich mit der Position der Festplatte. Ich bilde mir ein, dass so eine Festplatte entspannter und stabiler läuft, wenn sie in einer waagerechten Position sich befindet. Aber das kann auch Einbildung sein. Vielleicht kann die sich senkrecht genauso gut drehen wie waagerecht. Weiß ich nicht. Aber naja, wie auch immer, die Möglichkeit, sie waagerecht einzubauen, hat das Gehäuse einfach nicht geboten. Deswegen war letztlich diese Frage stets irrelevant. Immer erstmal gegenhauen. Da war kein Benzin drin. Benzin drin in die Waren von gleicher Art. Dann wird in dem auch kein Benzin drin sein. Alles sehr belastend. Und das war das Ende
von meinem Benzin. Ja, du bist sauer, weil ich dir deinen tollen Familienvan kaputt gemacht habe. Wie willst du jetzt deine 50 Kinder alle einzeln zur Schule fahren? Keine Ahnung, ist nicht mein Problem. Frag doch den mal. Nee, nicht noch mehr überfahren, das Moped ist bald kaputt. Boah, bin schon gar nicht in Fetti. Schnauze! Das ist natürlich wieder und das ist natürlich. Oh, das ist gut. Das ist gut. Maschinengewehr, AK-47, zweier Qualität. Okay, Kopf ist egal. Brust. Real. Na gut, der ist halt ein bisschen stabiler. Ja, komm. Nur weil ich zu faul bin oder was? Nee, nee, komm. Nehmen wir die kurz raus hier. Auch. Ah, der hat hier die Dings drauf. Da müssen wir die Tastenkombination nehmen, dann geht's schneller. Wie unfair! Wieso war denn hier verändert? Auf einmal nicht mehr auf A. Eben war es die ganze Zeit noch auf A. Wo sind sie denn jetzt? Die Stiefel. Da sind sie. Ja, jetzt ist wieder wenn dann auf A. Oh, wie unfair, wenn die das auf einmal umschmeißen. So. Wo hoch gehen Benzin drin? Ist das eine Luststraße oder ist noch Audische? Ja.
Da wird aber auch kein Benzin drin sein. Das ist nämlich auch schon so ein abgeranzter. Ja, aber die ganzen Einzelteile sind ja trotzdem mal cool. Wieder so ein paar Mechanical Parts mitnehmen und so. Die gehen dann ja auch irgendwann aus. Die haben wir ja auch sehr viel für Mahlzeit. Wenn man die Straße endet hier, ja, das habe ich mir fast gedacht. Mit einem hübschen Bogen. Haben wir ja viel für Dietriche verbraten. Können wir ja mal wieder ein paar neue machen. Ich fahre jetzt im ewigen Bogen außen rum, weil ich einfach mal hier den Wegen folgen wollte und dachte, da war doch dieser eine Weg, der hinter unserem Haus vorbeiging. Aber ich fürchte, ich bin so komplett falsch abgebogen. Oh, aua. Ich glaube, das ist ein komplett anderer Weg. Und jetzt fahren wir doch wieder querfeldein. Sonst haben wir nämlich das gesamte Benzin wieder verbraten und stehen da komplett mitten in der Pampa. Das ist ja gar nicht schlau. Wenn wir nicht irgendwo dagegen fahren und unser Moped gänzlich kaputt machen, das ist jetzt auch so gut wie passiert. Noch ein Steinchen irgendwo mitnehmen und dann war es das. Da vorne über den Berg müssen wir es doch schaffen. Dann können wir hinten wieder runterrollen. Ja, wir können hinten wieder runterrollen. So, und das ist auch dieser Weg, den ich meinte, den ich zu finden gedacht hatte. So, jetzt sind wir in unserem Wald gelandet. So, den Rest gehen wir zu Fuß. Moped auf die Schultern und heimgelaufe. Hoppla. Bam! So. Ja. Verdient einfach. Um das müssen wir uns wieder kümmern. Beim nächsten Mal dann okay. Danke. Dass ich kurz aufhängt. Ja, Zeug räume ich auch einfach beim nächsten Mal weg, Zeal. Wir haben jetzt auch wieder eine Nacht vor uns. Dann können wir das ja alles in Ruhe machen. So. Dann noch einen schönen Tag. Eine letzte Aufnahmerunde wird es noch geben. Und dann haben wir die Nacht 56 durch und dann werden wir uns sehr, sehr bald wohl aus diesem schönen Lande hier und dieser wunderschönen Festung verabschieden. Sicherlich hätten wir hier noch weit mehr rausholen können, aber naja. It is, wie it is. Bis dahin erstmal noch einen schönen Tag und übermorgen geht's weiter. Bis dahin, tschüss.